Grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pitt und herzliche Grüße wie immer aus dem sonnigen Paraguay. Das heutige Thema, Hashtag Paraguay Live. Also grundsätzlich geht es um eure Fragen und um meine bzw. unsere Antworten. Also bleibt dran. Vielen Dank an eure Fragen und diesmal spreche ich über Hashtags. Warum und weshalb? Ganz einfach. Falls Sie Fragen stellt, es ist die meisten Fragen, ihr ruft mich an oder schreibt per E-Mail. Und damit die ganzen Fragen etwas koordinierter wirken, was das ist, zeige ich euch aus der Wikipedia, sicherlich für diejenigen, die ja nicht wissen. Sonst die Fragestellung, falls ihr unten die Fragen in der Beschreibung stellt, am besten unter Hashtag Paraguay Live und dann eure Frage. Also, warum Hashtags benutzen? Ganz einfach. Also, erste und die wichtigste Sache ist es, damit ich, auch unser Team, euch die Fragen beantworten kann. Die zweite Sache ist auch ganz einfach. Für uns, für unser Team, als auch für euch, aber vor allem auch für mich persönlich, ist es auf jeden Fall besser, wenn ich in der Statistik, in der YouTube-Suche, praktisch am Hashtag klicke, also Hashtag Paraguay Live, sehe ich sofort eure Fragen. Und da ich natürlich schon etwas älter bin, viele sagen von euch, ach Pitt, du hast jetzt meine Fragen nicht beantwortet. Warum? Gut, wie ich also bin, habe noch viele andere Sachen zu tun und es kann natürlich passieren, dass ich einige Fragen in Anführungszeichen einfach vergesse oder besser gesagt übersehe. Und damit das nicht passiert, ist es auf jeden Fall besser, eure Frage unter dem Hashtag Paraguay Live und dann die Frage. Zum Beispiel, Frank hat gefragt, Pitt, kann man Grundstücke online erwerben? Daher wäre es ganz einfach, Hashtag Paraguay Live und dann die Frage, ob man in Paraguay Grundstücke online erwerben kann. Und dann ist es für mich ganz einfach. Ich klicke da drauf, also in meinen persönlichen Statistiken über YouTube. Und da sehe ich ja direkt eure Fragen und diese kann ich natürlich beantworten. Also auf jeden Fall ist es vorteilhaft für beide Seiten. Du kannst es sehen, es können auch viele andere Zuschauer sehen und für mich ist es einfacher als auch für unser Team, eure Fragen zu beantworten. Also von daher versuchen wir es. Es klappt auf jeden Fall. Also die weiteren Vorteile von Hashtag Paraguay Live liegen auf der Hand. Also erstmal für euch alle ist es viel einfacher. Ihr könnt direkt bei YouTube auf diesen Hashtag klicken und direkt unsere Videos und unsere Fragen direkt finden. Eigentlich ganz einfach, man sollte es nun benutzen, ab jetzt. Also bitte immer die Fragen in der Beschreibung, einfach mit dem Hashtag Paraguay Live und dann weiß ich auf jeden Fall, die Fragen betreffen mich bzw. unser Team, sodass ich euch auch unter anderen Videos die Fragen direkt beantworten kann. Okay, so und das ist natürlich noch eine Sache, die sehr
wichtig ist, da ich also persönlich nicht so ganz ordentlich bin, ja, ist es für mich persönlich auch besser, wenn man diese aktive Zuschauerfragen ein bisschen etwas sortiert. Und deshalb, wenn man natürlich diesen Hashtag benutzt, ist es natürlich einfacher, ja, für mich eure Fragen, wie schon gesagt, zu finden und vor allem auch für die anderen Zuschauer, für die anderen Fans von unserem Kanal. Es ist auf jeden Fall auch einfacher, einfach da drauf zu klicken und ihr habt direkt eure Fragen praktisch aufgelistet bei einem Klick. Also man muss es einfach ausprobieren und wir sollten es gemeinsam, also gegenseitig, uns ja helfen. Und das sage ich auch immer wieder mit unseren 18 Jahren oder persönlich mit meinen 18 Jahren Erfahrung in Paraguay. Wir haben hier im Prinzip alles, also die Natur, die Höhle, ja, man kann es sicherlich hören, die Gänse, die Ringlicks dahinter, hinter einem Zäunchen und wir haben auch die Vögel, die jetzt im Frühjahr auf jeden Fall sehr aktiv sind. Also man hat nur Vorteile und ich denke, vor allem ihr als Zuschauer habt die Vorteile. Also bitte den Hashtag Paraguay Live benutzen. Also nochmal, um die Frage nicht zu vergessen. Lieber Frank, ja, online kann man die Grundstücke auch erwerben. Die haben es mehrmals schon gemacht. Es ist relativ easy. Ja. Wir brauchen im Prinzip nur eine Vollmacht von dir oder von euch, also von denjenigen, die das Grundstück erwerben möchten. Und ich kann für euch das Grundstück erwerben. Also auch, es steht im Notarvertrag, euer Namen und der Titel wird auch direkt auf euch, also auf euren Namen, beantragt. Ganz einfache Sache und ich sage mal ganz ehrlich, wenn man Grundstücke im Bereich von $10.000 kauft, ja, also das ergibt sich jetzt, je nachdem wie der Dollar zu Euro steht, vielleicht 9.000 Euro. Man sollte sich wirklich überlegen, ob es wert ist, hierher zu kommen. Vergiss nicht natürlich, diesen Kanal zu abonnieren mit Glöckchen, damit ihr keine interessanten Videos mehr verpasst. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, einfach Daumen hoch und teilt das Video ja auch, weil das ja auch wichtig ist. Ich bekomme immer wieder Fragen. Bitte. Wo kann man dich finden? Deshalb, wie gesagt, eure Hilfe ist es, das Video, die interessanten Videos aus diesem Kanal einfach zu teilen, sei es auf Facebook, sei es auf Instagram, sei es auf Twitter oder auch auf YouTube. Also, in diesem Sinne, stellt bitte die Fragen, vergisst nicht den Hashtag Paraguay Live. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis dann.